willkommen zum dritten Adventsvlog. Ja, wenn ihr das Video seht an dem Tag, an dem ich es hochgeladen habe, dann ist heute schon der vierte Advent und Heiligabend ist nur noch ein paar Tage entfernt. Was soll ich euch sagen? In der letzten Woche habe ich ein bisschen mit einer Erkältung gekämpft, die immer noch nicht so richtig abziehen möchte. Aber es geht mir schon wieder viel besser und ich kann jetzt noch die restliche Vorweihnachtszeit genießen und noch ein paar Handarbeitsabenteuer starten. Im letzten Video habe ich euch ja schon erzählt, dass ich noch Wolle färben möchte für ein ganz bestimmtes Projekt. Und das soll auch wieder ein Schal werden. Im Augenblick stricke ich aber noch an einer anderen Sache. Ich habe ja noch ein Weihnachtsgeschenk zu stricken, aber davon brauchte ich jetzt gerade mal eine kleine Pause. Da ist relativ viel Muster drin und ja, diese Wiederholungen, die sind ganz schön ermüdend. Und zwischendurch brauche ich mal was, wo ich nicht immer auf mein Gestrick gucken muss, wo ich auch mal was anderes machen kann nebenbei. Und dazu habe ich mich für ein Mützenprojekt entschieden. Ja, im Moment seht ihr noch nicht ganz so viel, aber das soll die Stockholm-Mütze von Petit Knit werden. Das ist eigentlich ein total einfaches Mützenmodell, wird immer nur rechts, links gestrickt. Aber soll ich euch was erzählen? Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, mal den italienischen Maschenanschlag wirklich ernsthaft auszuprobieren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum ich davor immer zurückgeschreckt bin, weil er ist gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Als ich den das erste Mal ausprobiert hatte, dachte ich, dass wenn ich die Maschen alle fertig angeschlagen hatte, dann gleich zur Runde schließen muss und dann diese Umschläge und Stricken irgendwie dann schon in der Runde machen muss. Aber das ist ja gar nicht so. Man muss ja erst die Maschen auf eine bestimmte Weise aufnehmen, die mir beim letzten Mal auch schon nicht schwer gefallen ist. Also das war gar nicht so das Problem. Und dann strickt man ja erst zwei Runden glatt quasi, bevor man zur Runde schließt. Und ich bin auch schwer begeistert von dem Ergebnis. Also das sieht ja wirklich ganz toll aus. Das ist also das erste Mal, dass mir dieser italienische Maschenanschlag oder Tubular Cast-On gelungen ist. Also an manchen Stellen habe ich so einen kleinen Bobbel, da ist es dann nicht ganz so perfekt geworden. Ich glaube, an einer Stelle habe ich irgendwie Mist gebaut. Aber dafür fände ich es richtig cool. Und ich muss sagen, es macht schon wirklich was her. Es sieht schon wirklich, wirklich cool aus. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Mütze für eine große Varianz an Kopfumfängen berechnet wurde. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Also von Kopfumfang 52 bis 60 soll die Mütze passen. Und da muss natürlich dann nachher irgendwo an einer Stelle auch noch ein Gummiband rein. Eigentlich soll man mit einer 4 mm Nadel stricken und das habe ich auch bis zu einem gewissen Punkt gemacht. Und zwar bis hier ungefähr. Da habe ich bis mit 4 mm gestrickt und das Teil hier, da bin ich dann auf die 3,75 mm gewechselt, weil das war mir hier unten schon ziemlich weit und auch mit den 3,5 mm ist es relativ weit. Aber ich glaube, dass die Mütze nachher wirklich gut sitzen wird und wenn das Gummiband dann da reingezogen wird, dann wird sie mir hoffentlich auch nicht runterrutschen oder so. Ja, das finde ich wirklich total schön und ich habe wieder eine Garnkombination gewählt, Petit Knit. Die nimmt ja meist mehrfädige Stränge zur Hand, um ein Projekt zu arbeiten. Und das hier ist wirklich ganz toll und ganz kuschelig weich. Und vielleicht könnt ihr auch hier schon so ein bisschen den Flausch erahnen. Ich habe mich für zwei handgefärbte Fingering-Garne entschieden. Und die habe ich mal bei Kartinchenwolle gekauft. Hier ist ein ganz großer Seidenanteil drin. Das ist ein Merino-Seidengarn. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie die Farben heißen. Aber das ist wirklich ein ganz tolles, gesprenkeltes Garn. Das hier ist ein semisolides Garn. Und in Kombination ist es wirklich ganz, ganz toll. Und passend dazu habe ich dann so ein ganz, ganz helles rosa Seidenmohair dazu genommen.
Und dadurch wird es richtig schön flauschig. Also ihr könnt auch ein Dikilgarn hernehmen, wenn ihr wollt, und dann einfach mit dem Mohair kombinieren. Oder ihr lasst das Mohair weg und nehmt ein Babysuri-Alpaka oder was auch immer. Und das wird, glaube ich, richtig schön kuschelig. Und die Farbkombination finde ich auch ganz, ganz stark. Gefällt mir unheimlich gut. Dieses Gesprenkelte, so ein bisschen flauschig dann sowieso. Ja, also ich bin ganz gespannt. Und das hier ist jetzt so ein Projekt, wo ich dann wirklich mal was anderes zwischendurch machen kann, quatschen oder so, so wie jetzt hier auch. Und ja, und ich wollte euch mal zeigen, wie der Schal jetzt geworden ist, den ich zu Weihnachten verschenken möchte. Das war ja der Gruggleschal. Der ist wirklich luftig, weich und ganz zart, also unheimlich toll. Das Muster ist jetzt nach dem Blocken auch richtig schön rausgekommen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das zu stricken. Und das war auch super, super schnell fertig. Ich habe mich ja hier für ein Kaschmirgarn entschieden. Und ich kann es ja einmal anprobieren. Ich muss noch die Enden vernähen. Und dann ist der schöne Schal auch schon fertig. Ja, also ganz toll. Weiß gar nicht, habe ich den jetzt richtig rum an? Ja, ich glaube schon. Also wirklich ist ganz, ganz toll geworden. Ich freue mich sehr. Der duftet auch ganz toll nach Eucalan. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass hier keine Haare von mir drin bleiben. Genau, der ist also jetzt fertig. Wunderschön. Und den kann ich dann auch noch mit euch einpacken. Und das muss ich die Woche auch noch erledigen. Noch ein paar Weihnachtsgeschenke einpacken. Ich muss auch noch Hendricks Cardigan einpacken. Da werde ich euch dann bestimmt auch noch mal mitnehmen, wenn ich eine freie Minute in der Woche habe. Und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal in die Küche. Dann kann ich euch nämlich auch zeigen, welchen Schal ich machen möchte und welche Farben ich dafür brauche. So, meine Lieben, da sind wir schon in der Küche. Ich habe auch schon mal ein bisschen Licht gemacht und Platz gemacht, damit ich hier jetzt gleich loslegen kann. Irgendwie will es heute bei uns nicht so wirklich hell werden. Aber jetzt will ich euch erstmal zeigen, welchen Schal ich gerne arbeiten möchte über den Jahreswechsel, wenn ich dann hoffentlich noch mein Schiff Dieswetter fertig bekomme. Und hier kann ich ihn euch schon mal zeigen. Und zwar möchte ich sehr, sehr gerne den Scout-Schal von Florence Sperling stricken. Der ist so granatenmäßig, also den finde ich wirklich unheimlich toll. Und der sieht so aus. Ist der nicht abgefahren? Also, den finde ich wirklich super, super schön. Der hat so ganz, ganz viele Details, die einfach total angenehm sind und die ich gerne stricken möchte, lernen möchte, wie man das so gestalten kann. Hier könnt ihr ihn noch mal so aufgehangen sehen. Ja, also diesen Schal möchte ich gerne arbeiten. Und wenn man in die Anleitung schaut, dann schreibt sie eben, dass man 5 Stränge von einem zum Beispiel Merino Single Garn braucht. Also man kann auch ein ganz normales Fingering Weight nehmen. Es muss nicht unbedingt ein Single Garn sein. Aber ich habe mich jetzt mal für ein Single Garn entschieden. Ich stricke eigentlich gar nicht so viel mit Single Garn, aber warum eigentlich nicht? Ich probiere es einfach mal aus. Und für dieses Projekt braucht man eben einen neutralen Ton. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, dieses Garn hier nicht zu färben. Das lasse ich also im Naturton. Und dann habe ich noch 4 andere. Und die 4 anderen, die müssen jeweils in einem hellrosa, in einem etwas dunkleren rosa, in einem hellgrün und in einem etwas dunkleren grün gefärbt werden. Und da habe ich die Tage schon mal ausprobiert, welche Farben da passen können. Und ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar habe ich mich jetzt bei den Rosatönen für 2 unterschiedliche Varianten entschieden. Ich färbe immer mit Damasäurefarben, also was heißt immer, ich habe schon ewig nicht mehr gefärbt und ich bin auch kein Experte, was das Färben mit
Säurefarben oder das Handfärben angeht. Das sind jetzt einfach jetzt nur so meine Erfahrungswerte, die ich sammle, wenn ich hin und wieder mal färbe. Für den dunklen Ton habe ich mich jetzt für Antique Mauve entschieden. Den finde ich wirklich ganz toll. Und im Kontrast dazu habe ich hier einmal, was habe ich hier genommen? Valentine Blush mit einer ganz, ganz niedrigen Konzentration. Dann wird das so ein richtig schöner, heller Ton. Und das Antique Mauve, das werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen dünner anwenden. Also eigentlich sagt man ja, wenn man so einen Vollton haben möchte, soll man 2% vom Garngewicht nehmen. Das hier ist mir schon ein ganz bisschen zu dunkel. Und das Ballerina Pink, da werde ich dann wahrscheinlich ungefähr auf 1% gehen. Dann habe ich hier diesen schönen hellen Ton, den kann man jetzt gegen das Licht fast gar nicht so richtig erkennen. Und hier werde ich wahrscheinlich erstmal mit 0,5% des Garngewichtes anfangen und mich dann so nach und nach hocharbeiten, bis ich dann zu der Farbe gekommen bin, die ich jetzt letztendlich verwenden möchte. Und das ist auch so ein Ding, was ich halt immer probiere, wenn ich semisolide Farben färbe. Ich fange erstmal mit einer ganz niedrigen Konzentration an und baue das dann so nach und nach auf. Ich färbe also erstmal nur mit 0,5% Farbe. Wenn mir das noch zu hell ist, dann mache ich nochmal 0,5% und lege das gar nochmal in das Färbebad und versuche das dann so Schritt für Schritt aufzubauen. Für die Grüntöne habe ich mich jetzt für den ganz dunklen Ton für Avocado entschieden. Ihr seht hier, dass das hier so ein bisschen ausgeblutet ist, die einzelnen Farbpartikel, aus denen Avocado besteht. Aber ansonsten ist das wirklich ein richtig schönes, ja, Tannengrün, würde ich schon fast sagen. Hier in der Mitte wirklich ein ganz toller Grünton. Und in Kombination dazu werde ich höchstwahrscheinlich Chartreuse verwenden. Das ist so ein richtig schönes Limettengrün. Hier wirkt das jetzt fast gelb. Und auch hier werde ich erstmal ganz klein anfangen mit einer ganz niedrigen Farbkonzentration und dann gucken, wie sich die Farbe verändert. Und es kommt ja auch immer noch drauf an, wie das Garn nachher im trockenen Zustand ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn das Garn getrocknet ist, dass die Farben dann noch ein klein wenig heller werden. Also werde ich das dann auch mit in meine Überlegung einbeziehen. Ja, ich habe meine Wolle jetzt schon eine ganze Weile in lauwarmem Wasser liegen. Und jetzt würde es eben damit anfangen, dass ich die ersten Farben auf das Garn bringe. Ich möchte gerne mit den Rosatönen anfangen. Ich werde erst mit dem Ballerina Pink starten und mich dann zu dem Antique Mauve vorarbeiten. Ja, und das Gleiche werde ich dann auch mit den Grüntönen machen. Aber dazu muss ich jetzt erst noch meinen ganzen Tüdelkram aufbauen. Das mache ich jetzt mal. Und dann können wir gleich mit dem Färben loslegen. So, meine Lieben, ich habe jetzt alles aufgebaut und wie gesagt, ich schnappe mir jetzt meine beiden Farben. Ich habe das hier schon mal zur Sicherheit weggepackt. Was ich jetzt auf jeden Fall noch vorher anziehen werde, ist eine Schürze und meine Gummihandschuhe. Ich habe jetzt keine so eine fancy Atemschutzmaske, wo der ganze Feinstaub gefiltert wird. Aber so selten, wie ich mal mit Säurefarben färbe, habe ich mir das jetzt nicht zugelegt. Aber wenn ihr das natürlich öfter macht, schützt eure Atemwege.
Ich werde das jetzt so zügig wie möglich und so staubfrei wie möglich durchziehen. Aber wisset auch, es gibt da Möglichkeiten, dass ihr eure Atemwege schützt, wenn ihr das öfter macht und wenn ihr viel in euren Bottichen rumrührt und hier schüttet und da schüttet. Also seid gewarnt. Wie gesagt, ich werde das jetzt so ruhig wie möglich machen, aber es gibt auch Schutzmaßnahmen, die beachtet werden sollten. Ich mache das jetzt so, ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Und ja, dann werde ich jetzt mal meine Farben abwiegen, alles anmischen und dann wird es bunt. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Farben fertig. Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis. Wie gesagt, nach dem Trocknen ist die Farbe eventuell noch etwas heller, aber ich habe jetzt auf jeden Fall meinen neutralen Ton. Den habe ich gerade auch noch mal gewaschen und gespült, damit er genauso schön duftet wie alle anderen bunten Stränge. Dann habe ich hier meinen hellrosa Ton, das dunkle Mauve, mein hellgrün, so ein richtig schönes, frisches Grün und mein dunkles Avocado-Grün. Also jetzt alle Farben, die ich für den Schal brauche, die werde ich jetzt zum Trocknen aufhängen und dann treffen wir uns gleich zum Geschenke verpacken. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the as I'm trying to get your attention, giving you a smile, I can seem to look away. I might be crazy, but I think you feel it too, like a vibration right between us with a beautiful two.
So, meine Lieben, jetzt habt ihr schon gesehen, wie ich hier meine ganzen Pakete eingepackt habe. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen schönes dekoratives Band und natürlich die Geschenkanhänger. Aber das mache ich heute nicht mehr. Ich werde es mir jetzt mit Hendrik gemütlich machen und noch an dem letzten Strickgeschenk weiterarbeiten. Wir werden jetzt noch was Leckeres essen und den Abend dann gemütlich ausklingen lassen. Und ich melde mich dann morgen bei euch wieder. Bis dahin.
meine Lieben, es ist tatsächlich heute Sonntag, aber es ist nicht der Sonntag der dritte Advent, so wie es in meiner Welt jedenfalls logisch gewesen wäre. Nein, es ist schon eine ganze Woche wieder vergangen. Und das war eine Woche voller Hektik und viel Arbeit, das hätte ich auch nicht gedacht. Am Sonntag habe ich mich nochmal wieder so richtig bescheiden gefühlt. Da kam die Erkältung wieder ein bisschen zurück und ja, am Sonntag war ja auch noch das Instagram Live mit Tanja von Faserliebe. Wir haben ja unseren Gewinn ausgelost für alle, die an dem Shifty-Call mitgemacht haben. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen von euch bedanken, die bei diesem Knit-Along mitgemacht haben, die ihre wunderschönen Bilder gepostet haben von ihren Shifties, von ihren Garnkombinationen. Das hat wirklich total viel Spaß gemacht und es war mal so eine Art Community-Gefühl für mich. Ich bin ja sonst relativ isoliert hier mit meiner Stricksucht und Wollliebe und das ist wirklich schön, mit anderen mal so, ja, so ein ganz bisschen in Kontakt zu kommen, zusammen zu stricken, auch wenn es nur digital ist. Aber vielleicht ist das ja auch irgendwann mal im analogen Leben wieder möglich. Das hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Und nun sitze ich hier am vierten Advent tatsächlich. Also wenn ihr das heute guckt, dann wisst ihr, was ich heute Vormittag gemacht habe. Ich habe nämlich meinen Vlogmas Vlog Nummer 4 für euch zu Ende gefilmt. Bevor ich aber das Ende des Vlogmas 2021 einläute, möchte ich euch natürlich noch gerne meine Färbeergebnisse zeigen. Zur Erinnerung, ich hatte ja hier meine ganzen Farben vorbereitet. Vielleicht könnt ihr euch dunkel an den Anfang des Videos erinnern. Das waren ja meine Vorlagen, die ich mal so ein bisschen stümperhaft vorletzte Woche Probe gefärbt habe. Und natürlich zeige ich euch jetzt nochmal die getrockneten Stränge. Das hat tatsächlich wieder eine Weile gedauert, bis die Stränge so trocken sind. Das war ja die Originalfarbe, da hat sich jetzt gar nichts verändert. Nach dem Waschen ist das Garn nur richtig schön fluffig geworden tatsächlich. Nochmal so ein bisschen weicher und fluffig, kuscheliger. Das ist ganz schön. Das war also das Ausgangsgarn, das ich genommen habe. Das ist ein ganz normales 100% Merino Single Garn. Eine Fingering-Stärke, 400 Meter Lauflänge, meine ich. Und da habe ich dann das Valentine Blush drauf gefärbt. Und das ist so geworden. Ein ganz bisschen dunkler tatsächlich, als ich wollte. Ich weiß nicht, ob das letztendlich doch an der zu hohen Konzentration der Farbe lag oder ob ich zu viel Zitronensäure verwendet habe, dann passiert der Farbauftrag natürlich immer noch ein ganz bisschen schneller, wenn ich das von der Technik her so richtig erinnere. Aber ihr seht schon, es ist ein semi-solides Garn geworden. Es ist nicht ganz gleichmäßig gefärbt, aber das ist gar nicht schlimm. Das ist halt Handarbeit und ich glaube auch nachher verstrickt wird das richtig toll aussehen. Ja, bin also sehr zufrieden mit dieser Farbe. Dann habe ich ja Antique Mauve gefärbt. Hier einmal könnt ihr es noch im Strang sehen. Ja, also auch eine ganz hübsche Farbe geworden. Ist auch nicht so ganz gleichmäßig geworden, ist aber gar nicht schlimm. Finde ich jetzt nicht tragisch. Also ihr könnt ja schon den Unterschied sehen. Aber ich finde die Farbe ganz, ganz toll. Und im Vergleich zum Valentine Blush ist natürlich ein signifikanter Unterschied zu verzeichnen, wie ihr auch sehen könnt. Und das war ja der Sinn der Sache. Also das sind die hell- bzw. rosatöne. Dann habe ich meinen Chartreuse gefärbt. Das war ja dieses richtig knallig frische Limettengrün. Wirklich wunderschön. Hier ist der Farbauftrag relativ gleichmäßig passiert. Da kann man gar nicht so viel Unterschied ausmachen. Finde ich wirklich ganz toll. Natürlich hat man hier auch ein paar Abweichungen in den Tönen, aber das finde ich eigentlich ganz schön, weil das ist ja auch natürlich, denn die Haare, die man so auf dem Kopf hat, die haben ja auch nicht alle die gleiche Farbe. Manche sind heller, manche sind dunkler, manche haben mehr Rotstich, manche haben mehr Gelbstich, wie auch immer. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass das hier auch so geworden ist. Das gibt dem Ganzen eine schöne Dynamik. Und wird hoffentlich nachher auch im Colorwork schön aussehen. Ich meine, bei Colorwork kommt es wahrscheinlich auch schon darauf an, dass man die Farben gut voneinander unterscheiden kann. Aber ich glaube, durch die Farbtiefe
kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen, nachher welche Muster da entstehen. Ja, von daher bin ich ganz zufrieden. Und last but not least habe ich natürlich noch mein Avocado. Hier nochmal der direkte Vergleich. Also das ist auch ein schöner Unterschied. Darauf kommt es ja an. Das war ja wichtig für den Scout-Schal, den ich gerne arbeiten möchte. Aber auch hier seht ihr wieder deutlich Unterschiede in der Farbtiefe. Aber das stört mich jetzt gar nicht, überhaupt nicht. Bin wirklich zufrieden mit meinen Farben. Es hat nach langer Zeit wirklich mal wieder Spaß gemacht, Wolle zu färben. Und bin sehr froh, dass das so gut geklappt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, Wolle färben zählt jetzt nicht zu meinen Lieblingsaktivitäten. Weiß ich auch nicht, es ist so matschig, feucht und ja, bunt und so ein Gewusel. Ist jetzt nicht so meine Lieblingstätigkeit, aber manchmal, wenn ich gerade besonders bestimmte Farben haben möchte und jetzt nicht ein kleines Vermögen dafür ausgeben möchte, dann färbe ich schon mal selber. Und das hier habe ich mir durchaus zugetraut, das zu färben. Es ist ja auch ganz gut hingekommen. Es kommt natürlich auch immer auf das Garn an, das man verwendet. Wie ist die Faserzusammensetzung und so weiter. Und ganz oft möchtet ihr eben wissen, wie ihr das passende Garn für euer Projekt finden könnt. Und die Antwort ist so einfach wie ernüchternd. Das kommt drauf an. Also da kann ich nur sagen, es kommt immer darauf an, was für ein Projekt ihr arbeiten möchtet. Was hat das Projekt für eine Oberflächenstruktur? Ist es aus einem stark verzwirnten Garn gearbeitet? Ist es aus einem sehr fluffigen Garn gearbeitet? Welche Garnzusammensetzung wurde verwendet? Ist es Merino Silk? Ist es Merino Kaschmir? Ist es Baby Alpaka? Und all diese unterschiedlichen Faserzusammensetzungen haben wiederum unterschiedliche Eigenschaften, die dann zu einem unterschiedlichen Strickergebnis führen. Und je nachdem, was ihr erzielen wollt, ob ihr nah am Original sein wollt oder ob ihr ganz abenteuerlustig seid und eine ganz andere Faserzusammensetzung wählen möchtet, um das Ergebnis aber dann auch ganz anders zu haben, das liegt immer in eurem Geschmack und darin, wie ihr euch entscheiden wollt. Von daher kann man das gar nicht so sagen. Wenn ihr ein Alternativgarn sucht, das nah am Originalgarn ist, dann kann ich euch nur sagen, schaut euch ganz genau die Zusammensetzung des Originalgarns an und versucht danach dann eben eine Alternative zu finden, wenn ihr nicht an das Originalgarn rankommt oder wenn ihr eine günstigere Alternative sucht. Das ist auch noch so ein Lernfeld für mich und deswegen habe ich mir ja auch das Buch Yarny Texture gekauft. Denn bei Yarny Texture, da könnt ihr eine ganze Menge über Fasern lernen. Welche Fasertypen es gibt, hängt natürlich vom Tier ab, hängt von der Rasse ab. Und das kann dann zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dann auch, wie ist das Garn versponnen? Ist es ein Single-Garn? Ist es ein Two-Ply? Ist es ein Four-Ply? Ist es ein Six-Ply oder ein Eight-Ply? Also, wie ist das Garn tatsächlich aufgebaut? Und das hat natürlich dann nachher auch eine Auswirkung auf das Strickbild. Deswegen kann man die Frage danach, wie finde ich alternatives Garn, gar nicht so einfach beantworten, weil das natürlich immer an eurem Geschmack liegt. Und letztendlich auch an dem Strickmuster oder an dem Projekt, das ihr arbeiten möchtet, was da wichtig ist. Habt ihr zum Beispiel viel Bobbles oder Zöpfe oder so, dann ist vielleicht das eine Garn besser geeignet als das andere. Also vielleicht eher so ein ganz glattes Garn vorzuziehen vor einem ganz fluffigen Garn, wie zum Beispiel ein Suri Alpaka oder so. Und das sind halt so Überlegungen, die man als Strickende oder Strickender oder auch Häkelnde oder Häkelnde dann für sich entscheiden muss. Und da muss man sich einfach so ein bisschen in die Materialkunde stürzen, wie man immer so schön sagt. Das kennt ihr vielleicht aus der Ausbildung noch oder aus dem Studium, dass man erstmal ein bisschen Materialkunde macht. Was gibt es eigentlich an Materialien? Welche unterschiedlichen Eigenschaften haben die Materialien? Und was eignet sich letztendlich in der Anwendung für mein Projekt? Das ist jetzt, wie gesagt, sehr einfach und ernüchternd, aber
Das ist halt auch unheimlich Geschmackssache. Von daher würde ich da nie ein Rezept vorschlagen, wie man vorgehen sollte. Außer eben, schaut euch genau an, welches Garn verwendet wurde, welche Eigenschaften hat dieses Garn und was könnt ihr alternativ finden, vielleicht im handgefärbten Bereich oder vielleicht bei den Industriegarnen. Und dann stürzt euch in das Abenteuer und nehmt es auch so ein bisschen als Herausforderung an. Aber falls ihr halt so ein bisschen, ja, Theorie braucht, dann würde ich euch Yarnitecture empfehlen. Das ist unheimliches Wissen geballt und es gibt auch noch ganz viele andere wunderbare Bücher über Fasern. Ich kann euch in der Infobox gerne mal ein paar wirklich gute Bücher verlinken, die ihr euch mal anschauen könnt. Die gibt es in Englisch, teilweise aber auch auf Deutsch. Yarnitecture gibt es auch auf Deutsch. Und dann schaut da gerne mal in die Links rein. Es gibt bestimmt auch Blogs. Und bei Shanti Manu wird es sicherlich auch eine gute Videoauswahl geben zu den einzelnen Fasern. Kann ich euch alles gerne nochmal in die Infobox packen, wenn ihr da mehr Informationen möchtet. Ja, meine Lieben, was ich euch noch erzählen wollte, ich muss noch mal ein bisschen höher kommen, so. Was ich euch noch erzählen wollte, ist natürlich mein letztes Strickprojekt. Das habt ihr ja schon kurz gesehen. Ich arbeite noch mal ein letztes Projekt von Andrea Mowry und dann werde ich die Projekte von Andrea Mowry erstmal ad acta legen, sofern ich dann mit dem Shifty und dem Nightshift Shawl irgendwann fertig bin. Denn das kennt ihr vielleicht auch von euch selber. Ich habe bei Ravelry einen unheimlich großen Schatz an wunderschönen Strickprojekten und irgendwie möchte ich jetzt mal so ein bisschen andere Sachen stricken von anderen Designern, um einfach auch mal wieder mich darin zu üben, andere Strickanleitungen lesen zu können und Herangehensweisen anderer Designer zu lernen. Und ja, ich habe jetzt erstmal genug von Andrea Mowry gestrickt und mache, glaube ich, erstmal eine längere Pause von ihren Projekten. Ja, wie gesagt, das letzte ist jetzt der Full Circle Cowl von Andrea Mowry. Der ist wirklich richtig cool, total einfach im Aufbau tatsächlich, macht unheimlich viel Spaß, aber ist gesagt, wie gesagt, ist er ist aber auch auf die Dauer gesehen etwas eintönig, wenn man immer wieder die gleichen 20 Reihen stricken soll und das 12-mal. Ja gut, ich will nicht maulen, das ist natürlich ein tolles Ergebnis nachher. Der wird tatsächlich im Schlauch gearbeitet und dann zusammengenäht nachher. Das steht ja auch so schon auf der Ravelry-Page. Kann ich euch gerne nochmal verlinken. Und ich habe mich hier für Dererum Natura Gilead entschieden. Daraus hatte ich ja auch schon meinen Tiddersweater gearbeitet in der Farbe Karamell. Ist ein richtig tolles Garn, hat auf 100 Gramm 250 Meter Lauflänge, ist also ein gutes DK-Garn, wenn nicht eher so Richtung Worsted, denn es ist schon sehr robust und fluffig. Was ich aber zu Dererum Natura sagen kann, ist, dass die Farben nach dem Waschen unheimlich ausbluten. Also ein Colorwork würde ich mit diesem Garn wahrscheinlich nie arbeiten, wenn viel helles Garn auch mit da drin ist, denn es ist wirklich unvorstellbar, wie viel Farbe da nachher nach dem Waschen noch rauskommt. Das ist vielleicht was, was ihr überlegen solltet, falls ihr dieses Garn verwendet. Ansonsten ist es natürlich ein wunderschönes 100% Wollgarn aus Frankreich mit einer großen Farbauswahl. Aber im Moment sind irgendwie einige Farben ziemlich vergriffen. Vielleicht findet ihr aber noch eine schöne Farbe für euch. Ja, das ist jetzt noch so mein letztes Projekt. Ich habe jetzt schon 7 Sequenzen gestrickt und 12 muss ich schaffen. Wie gesagt, heute ist Sonntag, der 4. Advent. In 6 Tagen ist Weihnachten. Oh Gott, wie soll ich das bloß schaffen? Aber nicht verzagen, ich habe mir ja einen Plan gemacht und das mache ich eigentlich immer bei großen Aufgaben. Wenn ich viel zu erledigen habe, dann versuche ich das immer von Tag zu Tag zu machen. Was muss ich an einem Tag schaffen, damit ich an Punkt X fertig bin, wann ich fertig sein muss. Und von daher, ich bin gut in der Zeit. Ich brauche da keinen Stress haben. Und heute Nachmittag habe ich bestimmt noch das ein oder andere Stündchen Zeit, an dem schönen Teil weiterzuarbeiten. Und ansonsten bleibt mir nur noch übrig, ich habe irgendwie in diesem Vlog auch schon wieder ziemlich viel gequatscht. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ja,
Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest oder ein schönes Chanukka-Fest, was auch immer ihr feiert, oder einfach eine schöne, besinnliche Zeit zum Jahresende. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderschöne Strickzeit, für die vielen ganz tollen, liebevollen Kommentare von euch, die Unterstützung von euch unter jedem Video hier. Es freut mich sehr, dass ihr immer wieder regelmäßig einschaltet, dass ihr ja, mich als Gesellschaft haben möchtet. Das finde ich auch sehr schön und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr genauso oft wie in diesem Jahr. Ich muss sagen, dass 2021 für mich ein gutes Jahr war. Ich habe viel über mich gelernt, viel über meine Stärken und Schwächen und das, was ich noch alles so an mir verbessern kann. Wobei das jetzt kein Leistungsgedanke ist, sondern einfach, um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen, mich nicht so den negativen Gedanken und Gefühlen hinzugeben, wobei das natürlich eine lebenslange Aufgabe ist, da immer wieder zu sagen, nein, Sarah, du bist nicht so, wie du denkst. Vielleicht kennt ihr ja auch so eine fiese kleine Stimme, die euch manchmal ganz gruselige Dinge einreden möchte. Ja, die gilt es halt immer wieder aufs Neue zu bekämpfen und manchmal habe ich die Kraft und manchmal habe ich die Kraft nicht und das ist auch okay. So ist das nun mal im Leben, ne? Man hat nicht immer die Energie, perfekt zu sein und das ist natürlich auch nicht der Anspruch. Aber es gibt da so ein paar Dinge, die man oder die ich persönlich für mich ja, beeinflussen kann, um mir das Leben schön zu machen und mich eben nicht diesen ganz schrecklich bösen negativen Gedanken hinzugeben. Für nächstes Jahr habe ich ein bisschen was geplant. Ich will noch nicht zu sehr darüber sprechen, aber ihr werdet auf jeden Fall davon hören, das hoffe ich jedenfalls. Und immer wenn ich aus meiner Komfortzone rauskomme, dann habe ich diese fiese Stimme im Kopf, die mir da einreden will, dass ich nicht gut genug bin oder dass das doch alles Quatsch ist, was ich hier vorhabe. Aber diese Stimme werde ich bekämpfen und ich werde durchziehen, was ich mir vorgenommen habe. Und dann werdet ihr vielleicht davon hören und vor allen Dingen sehen, kann ich nur sagen. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ich habe für dieses Jahr noch eine Kleinigkeit auf Instagram geplant, falls ihr noch nicht genug von mir habt, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Am Sonntag, den 26. Dezember, möchte ich noch mit der lieben Anna Allers ein Instagram-Live machen. Und da schnacken wir dann so ein bisschen über unsere Strickpläne für nächstes Jahr. Was wir so auf unserer Strick-To-Do-Liste haben, wird dort Thema sein. Und noch ein bisschen anderes, was natürlich alles ums Thema Stricken und Wolle geht. Also, falls ihr Zeit habt, falls ihr nicht im Food-Koma seid, weil ihr so viel leckere Sachen zu Weihnachten gegessen habt, dann schaltet doch sehr gerne auf Instagram ein. Der 26. Dezember ist dafür geplant, um 14 Uhr gehen wir live und schnacken so ein bisschen und streuen vielleicht das ein oder andere Strickvirus. Ja, falls ihr da Lust drauf habt, schaltet gerne ein zum Live. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch später noch schauen, denn das Video wird ganz sicher gespeichert und da könnt ihr euch gerne inspirieren lassen. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Hoffentlich doch gesund, froh und munter wieder. Lasst euch reich beschenken, habt eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!